Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zur 12. und letzten Klassenvorschau, heute mit dem Demon Hunter. Ja, ich habe mich doch entschieden, wir machen jetzt die Reihe komplett. Dadurch, dass ich jetzt einen Beta-Key habe, ist uns das auch gegönnt. Und ich habe mir jetzt hier auf dem Beta-PvP-Leveling, nee, wie heißt der? Beta-Max-Level-PvP-Realm, einen Demon Hunter erstellt. Diesmal einen weiblichen Blutelf. Im Let's Play haben wir ja einen männlichen Nachtelf. Da habt ihr ein bisschen, ja, quasi mal den Vergleich zwischen diesen beiden verschiedenen. Also könnt ihr, wenn ihr den männlichen mal sehen wollt, nochmal ins Let's Play reingucken, was gerade noch läuft. Und ja, wir fangen erstmal so ganz grob allgemein an. Ich bin jetzt ja gerade auf Verwüstung geskillt. Wir haben also zwei Specs. Wir haben einmal einen Schadensspec und einmal einen Tankspec. Beides ist ein Midi-Spec. Der Demon Hunter hat als Energie, in dem Fall jetzt hier, warte, wie heißt es gleich nochmal? Gezorn heißt es. Quasi so ein bisschen wie die Wut vom Krieger funktioniert das Ganze. Er hat ansonsten keine dritte Ressource, also keine Kombopunkte oder irgendwelche Aufladung und so ein Kram. Hat er alles nicht. Spielt sich also relativ easy in diesem Punkt. Dann habt ihr gerade schon gesehen, hier diese Flügel. Wir haben also als Demon Hunter nicht nur einen Sprung, nein, wir haben einen Doppelsprung und wenn man es ganz genau nimmt, sogar einen Trippelsprung. Wir können nämlich nach dem zweiten Sprung noch ein drittes Mal die Leertaste drücken, dann wutschen wir noch ein kleines bisschen höher sogar und kriegen die Flügel. Ich zeige das mal kurz, dass das tatsächlich auch so ist. Also, näher mal ist hier, ich hoffe, ich kriege es hin, diese Kante hier. Mit Doppelsprung komme ich hier nicht hoch, ne, seht ihr? Egal, was ich mache, geht nicht. Mit dem Trippelsprung geht's und zwar... So. Ah, da seht ihr also, theoretisch ist es kein Doppelsprung, sondern ein Trippelsprung. So. wenn wir diesen dritten Sprung quasi nutzen, kriegen wir diese Flügel. Mit denen gleiten wir dann durch die Gegend, können dabei uns auch nochmal bewegen. Ja, genau. Mehr ist jetzt auch eigentlich nicht zu sagen. Wir können auch, warte mal, kann ich auch mal kurz zeigen. Mal hier von der Kante runterspringen. Können wir auch einmal kurz draufdrücken, dann gehen die direkt an und wir kriegen auch keinen Fallschaden. Wir können auch, während wir gleiten, können wir auch unseren Teufelsrausch benutzen. Ich komme dazu gleich nochmal, aber das wollte ich einmal kurz vorab zeigen. Das ist hier so ein kleiner Ansturm quasi und das habt ihr schon in vielen Videos gesehen. Ich zeige es trotzdem nochmal eben, weil das ziemlich cool ist. Wir können also theoretisch dreimal springen. Teufelsrausch 1, 2 und die Flügel wieder anmachen und können damit mehr oder weniger fliegen sogar. Also fliegen nicht ganz, wir kommen halt nicht höher als wir waren. Also wir würden niemals ein Stückchen weit nach oben kommen wieder, als wir am Anfang gestartet sind. Aber wir können dann doch gerade bergab relativ cool die Strecken zurücklegen, ohne dabei fliegen zu müssen. Das macht sich natürlich gerade in Legion sehr, sehr gut, weil wir in Legion natürlich keinen Flugmount haben am Anfang. Und da können wir uns viel Zeit ersparen. Und auch so ein bisschen rumgleiten hier. Lalala. Und auf jede Höhe kommen, wo wir hin wollen eigentlich. So. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt direkt an mit dem Damage-Spec. Und wir gucken mal, was der so an Fähigkeiten hat. Ich richte mir hier auch die Leiste ein. Wie gesagt, wenn ihr das Gameplay direkt ein bisschen genauer sehen wollt, dann guckt einfach mal bitte ins Let's Play rein. Da spiele ich den ich komme noch nicht ganz klar, genau, Verwüstungs-Demon Hunter, also den DD-Spec quasi, und level den ein bisschen hoch und da könnt ihr euch das mal angucken, wie das Ganze dann vonstatten geht. So, also, was haben wir? Wir haben zunächst mal Chaosklingen. Mal, das ist ein Talent, das wollte ich jetzt gar nicht haben. Wir fangen mal an mit dem Augenstrahl. Der Augenstrahl ist eine Fähigkeit, die kostet 50 Jezorn, also die Hälfte unserer Ressource. Die macht 153.000 Schaden jetzt in meinem Falle. Und zwar AOE, also quasi auf jedem Target. Das heißt, es geht sowohl Single-Target als auch Multitarget und es crittet immer. Ich zeige das mal kurz. Kurz hier ein bisschen links aufbauen. So, und dann machen wir den Augenstrahl. Bam! Hat auch 20 Meter Range, also ziemlich geil. Ziemlich hohe Reichweite der ganze Augenstrahl. Ja, ist halt so ein bisschen zu Bomben gedacht. Jetzt hat er gerade einen Krankenwagen durch. Ich hoffe, der ist nicht zu laut. Warte mal ganz kurz. Ah. So, ich glaube, jetzt ist er weg.
Genau, es ist auch Single Target recht stark, weil es natürlich auch Chaos-Schaden macht. Und dazu komme ich aber gleich nochmal, was der Chaos-Schaden genau bedeutet, erkläre ich euch. So, dann haben wir, Talente lasse ich erstmal außen vor, die Chaos-Nova. Ziehen wir uns mal hier rein. Warte mal, ich kann mal den ganzen Kram hier erstmal rausschmeißen aus der Leiste. Bestücken wir uns eh gleich. Weg, 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 weg und weg. Und das hier auch noch weg. So, die Chaos-Nova. Chaos-Nova kostet 30 je Zorn. Ist im Prinzip so ein bisschen wie beim Hexenmeister früher diese AOE-Stun. Nur der hier macht auch noch ein bisschen Damage. 5 Sekunden lang wird betäubt, macht 30.000 Chaos-Schaden. Zeige ich auch mal kurz. Warte mal. So. Und pam. Ne, kommt auch kurz diese Dämonen-Animation und wir stunnen quasi alles, was um uns herum steht im Umkreis von... Geht leider nicht da. Müsst ihr ein bisschen schätzen, aber es ist relativ groß. Also ich würde mal sagen, ungefähr so hier. So in etwa. Dann haben wir den Chaosstoß. Das ist unser Main Spender für den Jezorn. Der macht eine ganze Menge Damage. Übrigens, zeige ich gleich mal. Macht einfach Chaos-Schaden im Nahkampfbereich, kostet 40 Jezorn und wenn wir kritten, bekommen wir 20 Jezorn wieder her. Also wieder zurück. Zeige ich euch gleich. Erstmal noch den Dämonenbiss. Das ist unser Main-Aufbauer. Der erzeugt 20 bis 30 Jezorn, je nachdem, ob wir kritten oder nicht kritten. Wir greifen damit einfach nur quasi an und machen ein bisschen körperlichen Schaden. So, zeige ich nochmal kurz jetzt beide Fähigkeiten. Ranzoomen hier. So, also erstmal unseren Dämonenbiss. Pam. Pam. Achso, nee, das habe ich Quatsch erzählt. Es ist doch nicht abhängig vom Crit oder Nicht-Crit, sondern es ist einfach random. 20 bis 30. Ja, also so bauen wir halt die Ressource hier auf. Und, mit dem Chaos-Stoß hauen wir die raus quasi. Es sind ja gerade so viele Leute. Und das sind immer zwei Angriffe. Also die werden quasi zusammengerechnet. Und wenn eine krittet, krittet die andere auch. Also das wird quasi nur optisch in zwei Teile geteilt. So ein bisschen wie vom Hexenmeister diese gute alte Schattenblitzglyphe, wo man dann quasi 5 Schattenblitze schießt oder so. Also es ist im Prinzip ein Angriff. Ne? Wenn der erste nicht krittet, krittet der zweite auch nicht. Also weil es ist im Prinzip ein einziger Angriff, den der da macht. Ne? Zack, zack. So. Upsala. Dann haben wir... Dunkelheit, das ist eine coole Geschichte, das ist im Prinzip ein Raid-Cooldown oder ein PvP-Gruppen-Cooldown. Ist ein bisschen wie eine Smoke-Bomb. Das legen wir hin, das sieht dann so hier aus. Und alle Verbündeten, die sich hier drin befinden, bekommen eine Chance von 15%, den nächsten Schaden eines Angriffs zu vermeiden. Und zwar komplett. Das ist ziemlich cool, ist die Frage, bei welchen Fähigkeiten im Raid das dann funktioniert, müsst ihr mal sehen. Ist aber relativ stark, würde ich mal meinen. Dann haben wir das Einkerkern. Mal hinziehen. Das ist im Prinzip einfach nur ein CC. Der geht es leider nur gegen Dämonen. Und ist so ein bisschen wie eine Ice Trap oder ein Sheep zu sehen. Dann haben wir die Geistersicht. Die kennen wir schon aus diversen Videos. Ne, wir sehen quasi unsichtbare und verstohlene Einheiten. Und ich möchte mal sagen, verdammt gut. Also ich habe das mit einem Kumpel getestet, der war Feral. Ich habe ihn von unfassbarer Reichweite gesehen. Also ihr seht damit alles, komplett. So, Gleiten, das kennen wir schon. Das ist hier dieser Trippelsprung quasi. Den braucht ihr euch nicht in Leiste reinziehen. Könnt ihr natürlich trotzdem tun, aber einfach mit der Leertaste arbeiten. Geht auch, ne, seht ihr ja. Dann können wir Glefe werfen. Das ist im Prinzip ein kleiner... Cleave sozusagen, der trifft bis zu 3 Ziele und also trifft ein Ziel und springt dann über. Sieht so hier aus. Wir müssen recht nah zusammenstehen. Kann man im Prinzip immer einsetzen, wenn wir mehr als ein Ziel haben, weil es macht 90.000 Schaden. Bei 2 Zielen lohnt sich es also quasi, das zu machen und es kostet gar nichts. Ich habe leider noch nicht probiert, ob sich es auch Single Target lohnt. Der Punkt ist halt, der Dämonenbiss kostet auch nichts, macht weniger Schaden, aber erzeugt aber erzeugt eben Jezorn. Ich glaube, bei Single Target würde ich den Dämonenbiss persönlich vorziehen, weil ich dann wieder den Chaosstoß machen kann, der wiederum stärker ist als Klefe werfen. Aber es kann durchaus sein, dass das ja auch auf Single Target auf Cooldown gehalten wird, weil 90.000 Schaden for free war nicht mal so übel. Aber eben körperlicher Schaden, deswegen macht es natürlich auch hier weniger Schaden. Ne? So. Hat auch 2 Aufladungen jetzt hier in meinem Falle.
Aber das kann jetzt auch an einem Talent liegen. Kein Duell. Ja, das liegt hier an einem Talent. Ich skill das mal kurz weg. Achso, Ruhebereich. Warte mal. Na los. So. Zack. Jetzt hat es nur eine Aufladung. Genau, so ist es auch normal. Dann haben wir... Achso. Noch was Wichtiges vergessen. Das Gleiten, das steht hier übrigens nicht drin. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist gerade für die PvPler unter euch sehr, sehr wichtig. Und zwar, wenn ihr normal springt, dann bewegt ihr euch ja normalerweise nicht schneller, als wenn ihr normal laufen würdet. Könnt ihr euch auch selber austesten. Das gleiche gilt auch beim Doppelsprung. Auch der beschleunigt euch nicht. Aber das Gleiten ist wie ein kleiner Sprint. Guckt es euch an. Ich habe das auch schon getestet. Das heißt, ihr könnt damit mehr oder weniger sprinten. Quasi mehr oder weniger ohne Cooldown. Bewegt euch einfach schneller als normal, wenn ihr das so macht, ne? Wollte ich mal so gezeigt haben. Das ist, glaube ich, ziemlich wichtig im PvP. Weil, ja, Movement-Tempo ist immer geil. So, also, dann geht's weiter hier. Klingentanz. Klingentanz ist unser, sagen wir mal, sollten wir auf Cooldown halten, ist auch bei Single-Target stark. Kostet 35 Jezonen, macht 76.000 körperlichen Schaden. Ist also so gesehen schwächer als der Chaosstoß. Das Schöne dabei ist, wir kriegen eine Sekunde lang eine Ausweichchance von 100%. Und es trifft eben AOE. Das heißt, theoretisch lohnt sich das hier auf Single-Target nicht. Ich komme aber gleich noch dazu, dass es sich doch lohnen könnte. Ich zeige euch die Fähigkeit mal kurz. Mal hier reinziehen. So, sieht dann so hier aus. Ziemlich coole Animation. Der Schaden wird quasi aufgeteilt auf mehrere Angriffe und dann habt ihr ja gerade gesehen. Und das zusammengerechnet ergibt eben das, was hier drin steht. So, dann haben wir eine meiner Lieblingsfähigkeiten, Magie aufzehren. Das ist im Prinzip unser ganz normaler Standard-Kick, den wir haben. Den ich irgendwie... Ah ja. Das Coole dabei ist, wir kriegen die Hälfte unserer Main-Ressource einfach so gratis aufgefüllt, wenn wir erfolgreich einen Zauber unterbrechen. Also, liebe Freunde, immer schön auf Cooldown kicken, dann kriegt er sogar noch Damage dafür. Nein. So, dann haben wir unsere Metamorphose. Ja. Und die ist wirklich mehr als nur awesome. Im Prinzip verwandeln wir uns in einen Dämon. Ich zeige das mal kurz. Pam! Das Ding hält 30 Sekunden lang an. Wir kriegen 25% Tempo und unsere, also diverse unserer Fähigkeiten, hier Chaosstoß, Klingentanz, werden zu Vernichtung und Todesfähige aufgewertet. Das heißt einfach, dass die mehr Damage machen. Wir vergleichen mal kurz hier 136, also knapp 140.000 Chaos-Schaden. Und das Ding macht auch 140.000 Schaden, aber körperlichen Schaden. Also beides mal 140.000 Schaden, ne? Das ist gleich weg. So, 123.000 Schaden und 88.000 Schaden. Das ist halt schon relativ stark. Das ist unser Burst-Cooldown hier, die Metamorphose. Und eben, wir haben sogar darin noch inbegriffen diesen kleinen AOE-Stun und diesen kleinen AOE-Damage. Der ist gratis dazu. So, hat aber auch eben 4 Minuten Cooldown. Komme ich aber auch gleich nochmal zu, wenn wir uns die Artefaktwaffe angucken. So. Dann haben wir rachsüchtiger Rückzug. Das ist vom Hunter geklaut. Hui! Wir springen einfach ungefähr, ich weiß nicht, 15 Meter oder so sind das, glaube ich, zurück. Das Schöne dabei ist, wir slowen alle Gegner, die wir damit treffen. Wir machen sogar noch Damage an den Gegnern. Und wir kriegen sogar noch im Verlauf von 5 Sekunden 40 Jezorn, wenn wir damit Damage machen. So, pam. Kriegen wir hier pro Sekunde 8 Jezorn und der Gegner war auch kurz geslowt. Also ziemlich mächtiger Rücksprung quasi, noch besser als der vom Hunter. Dann haben wir hier Talente, wollen wir nicht. Teufelsrausch habe ich gerade schon gezeigt. Das ist hier unser, ne, dieses, wie heißt denn das, also dieses Durchspringen quasi, dieser kleine Ansturm sozusagen. Auch sehr, sehr nice, eine meiner Lieblingsfähigkeiten. Das Schöne ist, das Ding macht sogar noch Damage und zwar nicht wenig. Es macht 104.000 Chaos-Schaden. Das heißt, das Ding ist so stark, also ist annähernd so stark wie der Chaos-Stoß, aber eben for free. Und er erzeugt noch 25 Jezorn, wenn man Gegner Schaden zufügen. Das heißt für euch, wenn ihr raidet, im PvP sowieso, aber wenn ihr raidet, dann ist das für euch nicht nur ein Movement-Talent. Ihr benutzt das im Prinzip auf Cooldown, um Damage zu machen. Ne, weil es nichts kostet, außer ein Global. Und einfach extrem mächtig ist. Gut. Dann, wo war ich jetzt?
verschwimmen. Das ist unser zweiter Def-CD. Der gibt uns einfach eine Flat-Ausweichchance von 50% und 35% overall weniger auf die Fresse für 10 Sekunden. Jede Minute geht das Ding hier einzuschalten. Ist auch sehr, sehr stark als Def-CD, würde ich mal meinen. Das ist auch übrigens die große Schwäche des Demon Hunters, jedenfalls nach meiner Sicht. Er hat schöne Def-CDs, aber er kann sie alle nicht einsetzen, wenn er gestunt ist. Und das ist so der Schwachpunkt, glaube ich, im PvP zumindest. Müsst ihr sehr, sehr stark aufpassen, wenn ihr einen Stun abkriegt, dass ihr da nicht einfach weggeroffelt werdet während dieses Stunts. Ja, müsst ihr halt gucken. So. Und dann die Artefaktwaffe lasse ich erstmal noch außen vor kurz. Haben wir noch die Passiven, den Doppelsprung, den kennen wir schon. So. Die Meisterschaft, die erhöht einfach flat unseren Chaos-Schaden und unsere Bewegungsgeschwindigkeit. Und zerschmetterte Seelen. Wenn wir ein Ziel töten, was uns Erfahrung oder Ehre gewährt, dann kriegen wir so eine kleine Heilkugel quasi, so eine Liederne. Ähnlich wie bei Monk. Und die heilt uns um 25% unserer maximalen Gesundheit. Und wenn das ein Dämon war, den wir quasi gekillt haben, kriegen wir sogar noch 20% Flat Damage für 15 Sekunden. Wichtig dabei ist, ihr müsst den Todesstoß machen. Das ist das Entscheidende. Das heißt, dadurch, dass ihr keinen Execute habt, wird es relativ schwierig werden, im Raid den Todesstoß zu machen. Aber vielleicht klappt es ja auch. Müsst ihr probieren. Aber damit könnt ihr im Raid extrem geile Dinge anstellen. Gerade wenn es ein Dämon ist, weil der Heal ist erstmal zweitens, der ist eher zum Leveln geil, aber wenn ihr im Raid einen Boss habt mit vielen Adds, die zufälligerweise Dämonen sind, dann müsst ihr euch sehr darum bemühen, den Todesstoß zu machen. Weil 20% Damage für 15 Sekunden ist einfach fett. Das ist für die meisten Klassen der normale Off-CD. Den habt ihr hier passiv. Den müsst ihr nur aktivieren, indem ihr ein Ziel tötet, was ein Dämon ist. So einfach kann das Spielchen sein. So, hat auch keinen Cooldown. Also das stackt einfach hoch. Also ich glaube, es stackt nicht über 15 Sekunden. Habe ich noch gar nicht probiert, aber die Zeit wird auf jeden Fall wieder hoch resettet. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal eben die Talente an. Teufelsmeisterschaft habe ich jetzt hier auch geskillt, weil ich der Meinung bin, wir wollen diesen kostenlosen Damage-Spender quasi mitnehmen. Im Raid auch vor allem 50% erhöhter Schaden auf Teufelsrausch und eben diese 25 Jezorn. Sehr, sehr nice. Wir könnten auch Chaos-Spalten benutzen. Finde ich aber eher schlecht, weil das Problem ist, das Ding hier macht ja sowieso AOE. Also das hier trifft ja alle Ziele mit dem Chaos-Schaden. Das ist also passiver AOE. Und das hier trifft nur ein weiteres Ziel mit 50%. Ich glaube, das ist schlechter. Müsst ihr probieren. Ansonsten haben wir noch den blinden Jezorn, erhöht die Effekte auf den Augenstrahl um 50%. Also quasi auch automatisch 50% mehr Damage. Müsst ihr probieren. Ich glaube, das ist aber einfach wesentlich mächtiger. Alleine schon durch die Tatsache, dass ihr hier auch noch 25 Jezorn gratis bekommt. Für den Global. Einfach nur so. Probiert es euch aus. Wie gesagt, ich bevorzuge die Teufelsmeisterschaft. Dann haben wir vorbereitet. Verringert den Cooldown von rachsüchtiger Rückzug. Also das Ding hier. Um 10 Sekunden. Und wir kriegen im Verlauf von 5 Sekunden 40 Jezorn, wenn wir mindestens einem Gegner mit dem Ding Schaden gemacht haben. Deswegen kriegen wir da auch den Jezorn. Ist halt ein Talent. Finde ich ganz geil. Was aber auch sehr, sehr cool ist, gerade im Bereich Single Target, ist das Ding hier. Chaos-Schutz hat eine Chance, ein geringes Seelenfragment zu erschaffen. Zudem gewährt euch das Aufzehren von jeglichen Seelenfragmenten 30 Jezorn. Das ist... Achso, wieder Ruhebereich. Hat natürlich jetzt mit Single Target im Prinzip doch nichts zu tun. Wobei, gut, doch, der Chaos-Schuss ist natürlich Single-Target. Also, wenn ihr jetzt weniger AOE-Damage braucht, ist das ganz cool. Weil... Moment, ich zeig das mal eben. Wir machen das mal kurz. Lalalala. Haben eins erzeugt, einfach so. Und das können wir jetzt aufzehren. Also, das sind die ganz normalen Seelenfragmente. Ja, das heißt, mit diesem Talent könnt ihr euch im Prinzip... den 20% diesen 20% Damage Buff oben halten. Und zwar einfach passiv. Ihr müsst nicht mehr irgendwas töten. Ihr kriegt es gratis geschenkt. Ihr müsst nur Single Target eure Rot erfahren. Es ist ziemlich mächtig. Hat nur einen ganz, ganz winzig kleinen Haken. Ihr verzichtet nämlich auf Vorbereitet. Was auch relativ viel regeneriert. Einfach mal so, ne? Aber ich denke mal, dass dieses Talent sehr, sehr stark sein wird. Geht natürlich nur, macht natürlich automatisch nur Sinn, wenn es sich um Dämonen handelt, gegen die ihr da kämpft. Ansonsten macht das hier keinen Sinn.
Außer ihr braucht den Heal davon. Ne? Ansonsten haben wir noch die Dämonenklinge, die habe ich im Let's Play mal probiert. Die fand ich aber relativ scheiße. Das Problem ist, unsere Auto-Hits können extra Schattenschaden erzeugen und verursachen, also geben uns unsere Main-Ressource. Das Problem ist, wir können damit automatisch nicht mehr kontrolliert unsere Main-Ressource aufbauen. Im Prinzip, das Talent hier bedeutet nämlich, wir verzichten auf den Dämonenbiss. Würde ich auf keinen Fall empfehlen aktuell. Ich finde es nicht gut. Aber ihr müsst natürlich euch selber eine Meinung bilden und probieren. Vielleicht gefällt es dem einen oder anderen. Aber das Talent ist einfach so viel stärker, dass das hier im Prinzip wegfällt. Dann haben wir noch die Teufelsklinge. Das ist im Prinzip, ja, so eine Art kleiner Cooldown. Wir stürmen einen Gegner an. Die Range ist sehr, sehr gering, 15 Meter. Pam. Machen aber fett Damage. Ist insofern also ganz geil. Und wir können mit dem Dämonenbiss können wir den Cooldown davon zurücksetzen. Finde ich persönlich nicht schlecht. Erzeugt auch noch 30 Jezorn. Was ich aber geiler finde und auch im Let's Play geskillt habe, ist das Talent hier. Weil... Ja, ich skill das mal eben. Mit diesem Talent wird der Klingentanz, der eigentlich nur AOE ist, auf einmal zum Single-Target-Main-Spender quasi. Denn dieses Talent verringert die Kosten um 20, also runter auf 15. Nochmal als Vergleich, der Chaos-Stoß kostet 40, also mehr als das Doppelte, macht 107.000 Schaden. Und das Ding macht 76.000 Schaden für 15. Aber das Coole ist, darüber hinaus, das erste getroffene Ziel erleidet zusätzlich 153.000 körperlichen Schaden. Das heißt, wir addieren das hier oben drauf und stellen fest, dass der Klingentanz etwas mehr als 220.000 Schaden am Single-Target macht. Für 15 Jezorn. Wichtig wieder dabei, körperliche Schaden. Das heißt, wird durch Rüstung quasi reduziert, aber ist es trotzdem natürlich unglaublich, unglaublich stark. Warte mal, mein Handy gerade, Sekunde. Ein ganz kleiner Moment, das ist gerade wichtig. Tut mir leid, bin gleich wieder da. So, Verzeihung, das war wirklich wichtig. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo waren wir jetzt gerade stehen geblieben? Ach ja, genau. Der Klingentanz wird damit also unglaublich mächtig. Ich finde das sehr, sehr geil, das Talent, weil wir dadurch auch ein bisschen flexiblere Single-Target-Rote haben. Und ich liebe diese Fähigkeit, weil sie einfach so schick aussieht. Muss aber nicht heißen, dass die jetzt perfekt ist. Müsst ihr wie gerade probieren. Ich finde es aber extrem stark. So, ich kann das auch mal kurz zeigen. Die macht wirklich viel Damage. Den ist ja jetzt gleich hier dran. So, warte. Habt ihr gesehen? 216.000. Klingentanz hat jetzt gemacht insgesamt 216.000. Und 184.000. Das ist richtig krass. Na gut, das war jetzt ein kritischer Treffer. Ne? Aber das ist schon übel viel Damage für 15 Main-Ressource. Das ist quasi geschenkt, Freunde. Das ist geschenkter Damage. So, dann haben wir als letztes Talent hier den Adelas. Den finde ich mega scheiße. Hat einfach zur Folge, dass dieses Gelefenwerfen nochmal zusätzlich für 200% des Schadens blutet, nachblutet quasi. Ist interessant beim Cleaven, kann aber, glaube ich, mit dem hier nicht mithalten. Weil das Ding hat einfach erstens zu lange Cooldown, um wirklich damit cleaven zu können. Und zweitens, der Dot läuft 10 Sekunden lang. Also theoretisch können wir den oben halten, dauerhaft darüber. Aber der tickt halt kaum, weil es auch körperlicher Schaden ist. Ich kann das mal kurz zeigen. Wir skillen das mal eben. Warte mal. Das ist mega nervig, dass man immer in diesen blöden Ruhebereich muss. So, pass auf. Also, ich hau mal die Glefe drauf. Ui. 87.000. Der tickt jetzt für... Für eins? Was? 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 Für einen Schaden ist das? Warte mal, ist das noch, ich glaube, das buggt rum, kann das sein? Tickt wirklich für eins? Ich glaube es nicht. Gut, dann kann ich es euch leider gar nicht zeigen. Also das ist ein super geiler Bug. Wir können also einen DPS damit machen. Super. Ja. Müsst ihr probieren. Sorry, ich würde es euch gern zeigen, aber dann wird das hier nicht funktionieren. Ich finde das eh besser. So. Dann haben wir Neta wandeln. Damit ersetzen wir unseren kleinen Death-CD hier unten.
sorgt einfach dafür, dass wir 100% höheres Speed-Tempo bekommen und wir werden immun gegenüber Schaden. Also es ist im Prinzip so eine Art Eisblock, nur dass wir währenddessen laufen können, aber wir können nicht angreifen. Auch sehr, sehr stark. Gerade im PvP, glaube ich, wird das richtig awesome werden. Aber ich zeige euch gleich, warum das im PvP eigentlich niemand skillen wird. Das Beste kommt nämlich gleich. Erstmal noch die Notinstinkte. Er sitzt auch verschwimmen und macht es quasi passiv. Automatisch wird es aktiviert, wenn wir unter 35% live fallen und der Cooldown wird nebenbei noch halbiert. Und jetzt kommt das Geilste. Sehnenreißer. Solange Metamorphose aktiv ist, erhaltet ihr 100% Lebensraub. Das bedeutet, dass ihr, egal was passiert, ihr habt mindestens 100% eures verursachten Schadens als Self-Heal für 30 fucking Sekunden. Wenn ihr noch Lebensraub auf irgendwelchen Items drauf habt, kommt das noch dazu. So. Und ich weiß nicht, habe ich jetzt den Scrolling Battletext an? Warte mal. Ja, habe ich an. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Guckt euch den Heal an. Guckt euch diese Heal-Zahlen an. Das ist unendlich lachhaft. Dieser Heal geht auch mit einem Augenstrahl hier. Guckt euch das an. Das ist zu weit entfernt. Und das geht im PvP genauso. Das ist unglaublich geil. Das ist... Ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie geil das ist. Pam. So. Also, meine ganz dezente Empfehlung, Seelenreißer. Aber im Raid muss es jetzt nicht zwingend geil sein. Ich kann mir vorstellen, dass das hier im Raid wesentlich cooler ist, weil es einfach häufiger funktionell ist. Und wir können damit im Prinzip auch nicht sterben. Also, es ist so eine Art, ja gut, wir können schon sterben, aber es ist unwahrscheinlicher damit, ne? Und dann haben wir Eifer des Gefechts, Teufelsrausch und rachsüchtiger Rückzug erhöhen euren verursachten Schaden 4 Sekunden lang um 20%. Macht natürlich Sinn, das zu skillen, das mache ich jetzt auch gleich, wenn wir das hier oben haben. Weil mit diesem Talent verwenden wir unseren Teufelsrausch quasi auf Cooldown im Raid, um uns einfach den Damage zu holen und den Jähzorn. Und damit kriegen wir nochmal 4 Sekunden lang einen 20% Damage-Buff. So. Ansonsten haben wir hier die Teufelseruption, die zeige ich mal direkt, weil wir die gerade hier geskillt haben. Warte mal, die muss ich mal reinziehen. Die ist auch nicht schlecht, aber kostet halt leider Jähzorn. Ich zeige das mal kurz. Hat ein bisschen Range. Pam. Hat keinen tollen Effekt. Macht einfach 250.000 Chaos Schaden, betäubt für 2 Sekunden und ein Ziel, was immun dagegen ist, bekommt den doppelten Schaden. Ich habe das jetzt drin, weil das macht einfach unglaubliche Crits. Das Ding macht... Ihr müsst euch das folgendermaßen vorstellen. Das ist Chaos-Schaden. Chaos-Schaden wird durch nichts verringert. Nicht durch Rüstung, nicht durch Magie-Resistenz oder sonst irgendwas. Der geht einfach so flat durch. Das heißt, wenn wir gegen einen Boss, der logischerweise gegen Stunts immun ist, dieses Ding einsetzen, dann machen wir alle 35 Sekunden 500.000 Schaden für 20 Jähzorn. Das ist ziemlich heftig. Und wenn wir critten, ist es ein Crit von 1 Million. Einfach so. Das ist schon ziemlich übel. Oder wir haben Nemesis. Das ist auch interessant, gerade für Single-Target. Wir kriegen im Prinzip... warte mal, ich skill das mal rein eben. Nemesis. Wir geben quasi unserem Gegner einen Debuff. Warte mal. Das ist jetzt hier mechanisch. Ja, da müsst ihr immer gucken, was ist das für eine Art von Mob. In dem Fall jetzt mechanisch. So, jetzt machen wir gegen dieses Ziel 1 Minute lang 20% mehr Damage. Das Ding hat 2 Minuten Cooldown. Das heißt, wir haben eine Uptime von 50%. Das heißt wiederum, wenn man es durchrechnet auf Single Target, ist das hier ein Talent, was unseren durchschnittlichen DPS um 10% einfach pimpt. Einfach nur so. Das ist schon ziemlich cool. Das Schöne ist, wir können noch was anderes machen. Wir können nämlich das Ziel töten. Jetzt ist gut, das hier ist ja nicht, aber andere. Und dann bekommen wir selber dieses hier oben als Buff und verursachen dann 20% mehr Schaden gegen alle Ziele desselben Typs. Humanoid, Drachkin und so weiter. Ist egal. Und das ist natürlich auch gerade cool. Das heißt, dieses Talent ist sowohl für Single-Target als auch für AOE sehr, sehr interessant. So. Ich glaube aber trotzdem, dass das hier unterm Strich gesehen besser ist. Ich lasse jetzt mal den Nemesis drin einfach. Oder lasse ich ihn drin? Nee, komm. Wir nehmen mal hier das Eifer des Gefechts rein. So, zack. Ach so, kann ich nicht. Egal. Dann haben wir Glefenmeister.
Klefer werfen hat jetzt zwei Aufladungen und verlangsamt alle getroffenen Ziele um 50% für 6 Sekunden. Ist nicht schlecht. Ist interessant, wenn man öfter also ein bisschen AOE haben will, so ein bisschen Cleave haben will. Ansonsten entfesselte Macht, entfernt die Jezornkosten von Casanova und verringert die Atemzeit der Fähigkeit um 33%. Ist auch geil für AOE. Das Ding ist halt, dass Klefewerfen einfach stärker ist. Ne? Das hier macht alle 40 Sekunden 30.000 Chaos-Schaden. Das hier macht alle 10 Sekunden 90.000 körperlichen Schaden. Und mit dem Talent macht es das sogar zweimal. Also ich denke mal, overall gesehen ist das hier einfach stärker. Oder dämonische Wiedergeburt. Metamorphose schließt die Attenzeit von Augenstrahl, Chaosnova und Verschwimmen ab. Leider sind das alles, sagen wir mal, jetzt nicht so relevante Fähigkeiten, wie ich finde. Deswegen würde ich den Glefenmeister hier skillen, um einfach doppelt, also hier einfach diese zwei Aufladungen zu haben, ne? Zack. Und dann können wir einfach häufiger damit cleaven. So, letzte Reihe. Chaos Klingen. Ist ein Off-CD, den wir skillen können. 2 Minuten Cooldown. Für 12 Sekunden lang kriegen wir abhängig von der Meisterschaft 18% mehr Schaden. Das entspricht übrigens dem exakten Wert unserer Meisterschaft. Warte mal. Ne, 18%. Das heißt, wenn wir auf Meisterschaft gehen würden, ich weiß es nicht, auf was wir gehen, dann skaliert das hier 1:1 mit. Und unsere automatischen Angriffe verursachen doppelten Schaden und darüber hinaus machen sie auch noch Chaos-Schaden. Das heißt, wir können die Rüstung des Ziels komplett ignorieren. Sehr, sehr mächtig. Zweites, Teufelsbeschuss. Entfesselt auf euren Befehl hin Höllenmächte, die eurem Ziel sowie Gegner in der Nähe pro Aufladung knapp 60.000 Chaos-Schaden zufügen. Maximal 5 Aufladungen. Eure Schaden verursachenden Angriffe haben eine Chance, die Aufladung zu erzeugen. Das heißt, das Skillen zeige ich euch eben. So, müssen wir uns mal hier reinziehen. Wir haben standardmäßig 5 Aufladungen. Ich hau das mal raus. Gegen Single Target jetzt, pass auf. So, pam. Und dann machen wir einfach unsere normale Rota. Das heißt, wir bauen im Prinzip durch unsere Standard-Rota, durch das Einsetzen von unseren ganz normalen Fähigkeiten, bauen wir Aufladungen auf, hin und wieder. Die laden sich auch relativ langsam selber auf. Und da kommen wir nämlich auch genau zu dem Problem der Fähigkeit. Ich persönlich finde sie nicht besonders stark, weil sie einfach lange dauert, bis sie voll aufgeladen ist. Und wir nutzen sie nur, wenn sie voll aufgeladen ist. Sonst macht es einfach keinen großen Sinn. 3. Ja, also im Prinzip bauen wir einfach auf. Das ist einfach so gedacht, um häufiger Damage zu machen. So, pam. Und es macht viel Schaden. Ne? Im Prinzip 60.000 pro Aufladungen, wir können ja 5 haben, also knapp 300.000 Damage, Chaos-Schaden. Ich finde trotzdem die Chaos-Klinge einfach geiler. Weiß nicht, gerade eben, gut 12 Sekunden ist keine allzu lange Dauer, aber ich glaube, dass die besser sind. Wir müssen es aber dann im Raid probieren oder im PvP, wo auch immer ihr spielt, einfach probieren. Ansonsten dämonisch. Augenstrahl verwandelt euch für 5 Sekunden in Dämonengestalt, nachdem er sämtlichen Schaden verursacht hat. Und das ist mein persönlicher Favorite. Ich möchte euch auch zeigen, warum. Hört mich schon so ein bisschen lachen, ganz hämisch. Pass auf. Ich muss näher ran. Lalalala. Seht ihr den Heal? Wir können mit diesem Talent können wir mit Hilfe des Augenstrahls unsere Dämonenform alle 45 Sekunden kurz aktivieren. Gratis. Und das bedeutet, alle Vorteile der Dämonenform zu haben. 25% mehr Tempo, unseren Heal, unsere Ressourcenregeneration und die Tatsache, dass unsere Fähigkeiten stärker sind. Das heißt, warte mal, zeig das nochmal eben kurz. Ihr seht auch gleich, dass die Fähigkeiten sich auch umwandeln, automatisch. Ne? Ist ja Dämonenform. So. Und da haben wir's. Leider ist die Fähigkeit noch ein kleines bisschen buggy. Also das Talent quasi. Hier steht nämlich drin, nachdem er sämtlichen Schaden verursacht hat. Das ist leider noch verbuggt. Ich hoffe, das fixen sie noch. Aktuell ist es so, dass die Dämonenform sofort angeht. Und das heißt, wir müssten das Kanalisieren von Augenstrahl abbrechen, um die volle Dauer zu nutzen. Das wird aber hoffentlich noch gefixt oder es ist so gewollt, kann auch sein. Dann würde das bedeuten,
dass dieses Talent automatisch ein bisschen schlechter wäre. Aber ich finde es trotzdem von allen hier am geilsten. Einfach nur, weil es mit dem Heal hier skaliert. Das ist einfach lächerlich. So, jetzt gucken wir uns auf jeden Fall mal die Rote an. Jetzt haben wir schon so viel hier rumgelaufen, rumgequatscht. Jetzt kommen wir endlich mal zum Wichtigen hier, nämlich der Rota. Also, ich habe schon so ein bisschen draufgeprügelt hier. Wir benutzen normalerweise jetzt mit dieser Talentspezialisierung... Moment. Das kann alles raus. Mehr Fähigkeiten haben wir auch nicht. Wir würden jetzt folgendermaßen spielen. Wir benutzen unseren Off-CD. Also jetzt hier den Nemesis. So, jetzt machen wir ganz normal unseren Aufbauer. Und benutzen zunächst immer erst die Fähigkeiten, die hohen Cooldown haben. Das heißt... Zuerst den Augenstrahl. So. Mal andere Fähigkeiten benutzen. Dann dieses Ding hier. So. Wir hauen also alle Kudons immer raus. Und dann benutzen wir 1 und 2. Also hier den Dämonenbiss und dann den Chaosstoß. Sobald Klingentanz wieder ready ist, Klingentanz. Wenn wir Cleaven wollten, würden wir Cleaver werfen benutzen. Ansonsten benutzen wir es eigentlich auf Single Target nicht. So, wieder das Ding hier. Lalalala. Und gucken immer so ein bisschen, dass wir genügend Ressourcen haben. Ich sollte mal hinter das Ziel gehen vielleicht. Den Augenstrahl, da ist er wieder. So, direkt im Anschluss hier die Fähigkeit wegen unserem Talent. So. Also wir können, wenn wir es gut anstellen, unsere Fähigkeiten quasi dreimal nacheinander einsetzen. So, warte. Eins, zwei. Eins, eins. Dann die 3. Pam, 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 pam. Ja, die 1. Die 1. Und die 2. Chaosstoß. So, jetzt zeige ich nochmal kurz, wie wir optimal spielen würden mit dem Augenstrahl. Aber dass ihr mal gesehen habt, da müsst ihr halt wirklich ein bisschen üben. Aber das ist wirklich nur eine Übungssache im Prinzip. Und zwar, wir stacken unseren Zorn so hoch wie nur möglich. Jetzt benutzen wir Augenstrahl. Jetzt haben wir 5 Sekunden Zeit. Jetzt hauen wir so viel raus, wie es nur irgendwie geht, solange noch der Dämon aktiv ist. Los, noch einmal. Genau. Das heißt, im Optimalfall kriegen wir einmal den verbesserten Klingentanz raus und zweimal den Chaosstoß, eventuell sogar dreimal. Ja, das müsst ihr halt so kombinieren. Ich kann es auch mal so rumziehen hier. Und das hier, ja, es sieht gut aus, weil es nichts kostet, aber es macht unterm Strich weniger Sinn, weil wir einfach seltener den Chaosstoß einsetzen können, wenn wir das Ding hier in die Rota einbauen, in die Single-Target-Rota. Ich bin der Meinung, wenn ihr es auch anders sehen und müsst halt selber da mal rumprobieren, das lohnt sich nur bei... mindestens 2 Zielen. So, und wenn wir bürsten wollen, eben einfach die Dämonenform raushauen. So. Optimalerweise habt ihr relativ viel von der Ressource schon vorher aufgeladen, dass ihr schnell die Fähigkeiten raushauen könnt. Und ihr seht, die machen unglaublich viel Damage. Ne? Ansonsten, die Rote ändert sich durch die Dämonenform im Prinzip nicht. Also ihr benutzt weiterhin alles auf Cooldown, was Cooldown hat. Und das, was, und wenn alles auf Cooldown ist quasi, dann benutzt ihr den Chaosstoß mit dem Dämonenbiss in Kombo. Ne? Relativ simpel. Gut. Ansonsten, es gibt natürlich noch, andere Rotationsmöglichkeiten, da müsst ihr halt ein bisschen umskillen. Aber ich persönlich empfehle genau diese Variante. Die habe ich ausprobiert und die gefällt mir auch persönlich ganz gut. Die ist intuitiv, die macht Spaß und die ist auch nicht zu nervig. Was ich jetzt natürlich noch vergessen habe, ist, wir spielen ja hier mit der Teufelsmeisterschaft. Habe ich jetzt nicht benutzt, kann man aber zwischendurch auch immer wieder machen, wie gesagt. Ist einfach gratis Damage. Ihr würdet also auch das Ding hier auf Cooldown halten. Ne? Also theoretisch gilt auch hier die gleiche Regel wie bei den anderen Fähigkeiten. Alles, was Cooldown hat, benutzt ihr zuerst. Und dann das, was keinen Cooldown hat. Ausnahme ist einfach nur der Glefenwurf. So. Ehrentalente. Hier können wir sogar skillen, das ist ein Ding. Das hier oben kennen wir schon. Ich nehme jetzt mal das Medaillon. Hier nehme ich Sparring rein. Kennen wir alles schon. Wenn sich innerhalb von 15 Metern keine Verbindung befinden, wird euer Schaden um 15%, euer Angriffstempo auch um 15% erhöht. Okay. Flüchtiger Blick nach dem Einsatz von Rachsüchtiger Rückzug, also das Ding hier, erhaltet ihr für 1,5 Sekunden automatischen Effekt Verschwimmen. Oh, das ist aber nett. Das ist cool. Da können wir ein bisschen Damage reducen dadurch. Oder erhöht die Chance, dass ihr und eure Verbündeten innerhalb eures Effekts Dunkelheit Schaden erleidet, Schaden vermeidet um 50%. Das heißt... Ah gut, sehen wir hier nicht, weil wir nicht im PvP sind. Scheiße. Würde ich das hier, glaube ich, skillen. Das ist schon ziemlich awesome.
Dann haben wir unendlicher Hass. Immer wenn ihr Opfer eines magischen Effekts werdet, erhaltet ihr 5 Jezorn. Okay. Magie umkehren. Damit können wir einmal pro Minute alle magischen Effekte, die unsere die wir oder unsere Verbündeten haben, innerhalb von 10 Metern, zurückwerfen auf den ursprünglichen Zauberer. Das ist sehr, sehr stark. Oder hier das Auge von Leo Teras. Wir bekommen im Prinzip einen Buff. Der hat 45 Sekunden Cooldown. Den können wir auf den Gegner draufhauen. Und wenn der castet, dann bekommt er Schattenschaden in Höhe von 5% seiner Gesundheit. Solange bis das Ding abläuft. Und, warte mal. Genau. Und jedes Mal, wenn er castet, wird das Ding erneuert. Das heißt, das Ding ist awesome geil gegen Caster. Die hauen sich quasi dann selber weg. Oder müssen halt quasi 6 Sekunden lang nichts casten. Und das wird die Caster sehr, sehr stark ärgern, Freunde. Vor allem alle 45 Sekunden. Damit könnt ihr jede Burstphase der Caster komplett auskontern. Nur allein mit diesem Ding. Das wird jeden Caster richtig abfacken. So. Inneren Dämon erwecken ist awesome geil. Sobald wir unter 50% live fallen, kriegen wir für 8 Sekunden lang Metamorphose. Das Ding hat leider einen Minute lang Cooldown. Und die Dauer von Metamorphose wird bis auf maximal 8 Sekunden verlängert, wenn die Gesundheit auf oder unter 20% fällt. Das Schöne ist, das skaliert natürlich mit dem Seelenreißer. Würde ich also auf jeden Fall auch skillen im PvP, weil damit habt ihr ständig, wenn es mal so ein bisschen brenzlig wird, euren Heal. So, wir können aber auch Berauschen Sprung skillen. Eines von rachsüchtiger Rückzug gewährt eine Auflage von Teufelsrausch. Das ist so ein bisschen Richtung Movement. Oder wir können mit dem Augenstrahl auch slowen. Was interessant ist, weil wir haben sonst kein Slow, außer über das Ding hier. Aber ich würde es nicht skillen, weil er hat einfach zu lang Cooldown. Ne? Das ist nicht so gut. So, last but not least, letzte Reihe, Festsetzung. Passiv würde ich auf jeden Fall das hier benutzen. Dadurch bekommen wir die Möglichkeit, unseren CC quasi das Einkerkern auf Humanoide anzuwenden. Das Schöne dabei ist, sie sind quasi wie beim Droiden im Wirbelsturm. Ja, sie sind also immun gegen Schaden und gegen Heilung. Ansonsten, das Ding hier, wir fliegen quasi so nach oben so ein bisschen und machen quasi Schaden unter Zielen von uns. Also es ist so ein bisschen eine Möglichkeit, um uns selber aus dem Kampf zu nehmen und trotzdem bei der Damage zu machen. Oder Mana-Brecher. Kostet gar nichts. Hat aber relativ langen Cooldown, der aber durch Tempo gesenkt wird. Und wir verursachen damit 42.000 KS-Schaden. Und je weniger Mana das Ziel hat, machen wir quasi pro 2 fehlende Mana 1% seiner Gesundheit als Schaden extra obendrauf. Das kann ein richtig böser Hardhitter sein gegen Heiler im PvP, die schon so gut wie um sind. Ist wirklich relativ zu sehen, aber gegen Heiler ist das richtig imbar. Das ist der Execute. Stellt euch vor, der Gegner hat noch 10% Mana. Dann hat er ja quasi 90% ausgegeben. Die Hälfte davon bekommt er als zusätzlichen Schaden von seiner Gesundheit. Also die Hälfte von 90% Mana, die ja weg sind, wären 45. Das heißt, er bekommt 45% seiner Gesundheit als Schaden, als Chaos-Schaden, plus die 42.000 des normalen Schadens von dieser Fähigkeit. Das ist schon ziemlich heftig. Hat aber eben auch Cooldown, muss man halt probieren. Ist aber auch sehr, 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 sehr mächtig. Oh, da freue ich mich schon drauf im PvP. Oh, guck mal, da ist ein Heiler, der ist oben. Bumm, One-Shot. Okay. Also, im Prinzip, das Ding ist quasi auf 50% live des Gegners gecapped. Quasi ein Execute. So. Ansonsten haben wir da gar nicht mehr so viel zu sagen. Zum Demon Hunter würde ich jetzt erstmal sagen, es ist auf jeden Fall die geilste Klasse, die ich seit langem im WoW gesehen habe. Sie ist unendlich dynamisch. Sie macht unglaublich viel Spaß. Ich habe ja das Let's Play laufen, guckt ruhig mal rein. Da seht ihr ja, was das Vieh alles so kann. Das ist schon awesome geil. Das Movement ist ohne Ende. Der Damage ist sehr gut. Und auch die Rota und allgemein die Herangehensweise gefällt mir beim Demon Hunter ganz ausgezeichnet. Aber ich kann im Prinzip nichts Schlechtes über den Demon Hunter sagen. Ich habe nicht einen einzigen Kritikpunkt bisher. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich beim Tank. Ich skill schon mal um. Bis gleich. So, ihr Lieben, da sind wir auch schon wieder zurück.
ja, Tank. Der Tank ist ein bisschen tricky, muss ich sagen. Ich finde ihn aber doch ganz lustig. Das Ding ist folgendes. Der Tank arbeitet genauso wie der DD. Da gibt es eigentlich keinen Unterschied von der Art und Weise. Also er hat auch diese Ressource. Er muss jetzt nichts aber irgendwie stacken oder irgendwie irgendwelche Kombos aufbauen oder Kombo-Punkte oder sowas. Alles nicht da. Was er aber tun muss, er muss sich ganz, ganz viel selber heilen. Und darum geht es jetzt auch bei dieser Klassenvorschau. Also, wir haben zunächst einmal Abscheren. Das ist unser, ich habe es schon in der 1 reingezogen hier, unser normaler Damage-Spender quasi, hat keinen Cooldown, stackt uns die Ressource hoch und hat eine Chance, ein geringes Seelenfragment abzuspalten. Dieses Seelenfragment kennen wir schon vom DD, das heilt uns einfach um 25%. Warte mal. Heilt uns um, nicht um 25%, sondern um einen festen Wert hier beim Tank. In meinem Fall jetzt knapp eine 500.000. Heilt das jedes Mal. Und das heißt, wir würden diese Fähigkeit, geht mal weg hier, diese Fähigkeit einfach quasi immer einsetzen, um diese Fragmente zu kriegen. Und dann haben wir so ähnlich wie beim Tank-Monk diese Heilkugeln, laufen durch, zack, Heilung. So. Und wir bauen eben, wie gesagt, unsere Main-Ressource auf. Die heißt hier in dem Fall Schmerz, ist aber genau das gleiche wie beim DD. Und dann haben wir Zauberschutze aufladen. Ein 20 Sekunden Cooldown, 6 Sekunden lang, einfach flat 30% weniger Magieschaden. Oh, das tut mir jetzt leid. Jetzt bin ich selber hier auf die falsche Seite gekommen. Egal, habe ich jetzt schon mal erklärt. Unser kleiner Magie-Dev-CD, Verzeihung. So, Dämonenstachel. Das ist unsere aktive Migration. Hat 2 Aufladungen, bisschen Wiederaufladezeit. Wir kriegen 20% Parierchance und flat 28% weniger aufs Maul für 6 Sekunden. Das heißt, wenn wir also wissen, okay, da kommt gleich eine dicke Kelle vom Boss, können wir eine aktivieren und auch eine zweite oben drauf hängen. Die Zeit wird einfach oben drauf gerechnet, aber der Effekt verdoppelt sich nicht. Ne? Würde also nach optimaler Weise dauerhaft laufen. Er wird durch Tempo gesenkt. Ich zeige euch mal, wie viel Tempo ich habe. 4%. Also ich denke mal, der Demon Hunter Tank wird auf Tempo gehen, um einfach das hier häufiger oben zu haben. Dann haben wir auch hier die Dunkelheit, die kennen wir schon, ist genau das gleiche. Einkerkern kennen wir auch schon, ist genau das gleiche. Feuerbrand Aura. Das ist im Prinzip unsere, ja, so eine Art Weihe 2.0 für den Demon Hunter. Um uns herum quasi so ein bisschen Feuer. Einfach um AOE die Akku gut halten zu können. So. Dann haben wir das flammende Brandmal. Hat 1 Minute Cooldown, macht 250.000 Schaden jetzt in meinem Fall und warte mal. Genau. Es verringert, wenn wir uns darin befinden oder nicht, weiß nicht. Nee, müssen wir gar nicht. Warte mal. Macht einem Gegner, genau. Ein Gegner bekommt das flammende Brandmal und macht einfach 40% weniger Schaden gegen uns. Es ist einfach so ein Dev-CD quasi, den wir aber auf einen Gegner draufhauen. Ja, ist gar nicht mal so übel eigentlich, ne? Muss man schon sagen. Folter ist unser normaler Spott. Geistersicht kennen wir auch schon. Gleiten können wir hier auch mit dem Tank, also genau das gleiche mit dem dreimal Springen. Auch hier haben wir den Glefenwurf, aber beim Tank hat er erheblich weniger Cooldown, macht aber auch erheblich weniger Schaden. Blub. Wird also quasi auf CD gehalten, ist unser Main-Tank, ja, AOE-Tank-Spell, trifft auch hier 3 Ziele und macht extra Bedrohung. So, dann haben wir Inferno-Schlag. Das ist so ein bisschen wie beim Krieger, der Ansprung, können wir zweimal nacheinander einsetzen, hat auch recht große Range, seht ihr hier. Können wir also quasi pam, pam, macht auch Damage. Dann haben wir Magie aufzehren, auch hier unser Kick mit der Main-Ressource, die aufgefüllt wird dadurch. Metamorphose. Hier mit nur 3 Minuten Cooldown, 15 Sekunden hält sie nur. Und das Schöne ist, wir bekommen 45% unseres aktuellen Lives geheilt, unseres maximalen Lebens geheilt. Und unser maximales Leben wird um 45% erhöht. Das heißt, es ist ein richtig, richtig fetter Heal. Ich kann es euch jetzt gerade nicht zeigen, wobei doch kann ich. Warte mal, ich zeige euch das doch kurz. Habe ich ein Reittier, wo ich mal fliegen kann? Ja. Ich gebe mir mal kurz Fallschaden. So, Metamorphose. Wo ist sie? Pam. Ne? Also relativ viel hochgeheilt.
Hot hier. Ist quasi so ein Oh-Shit-Button und so sieht übrigens auch dann die weibliche Dämonenform aus. Boah. Vom Tank ist relativ hässlich, wie ich finde, aber hat auch wiederum Style. Es geht. Sagen wir mal so, es geht. Dann haben wir den Seelenspalter. Wir schlagen quasi AOE auf alles, was vor uns ist, ein, machen einfach ein bisschen Damage und wir heilen uns basierend auf dem verbrauchten Schmerz. Der verbraucht 30 bis 60 Schmerz. Zeige ich mal kurz, wie viel das Ding heilt. Pam. 250.000. In meinem Fall jetzt bis zu... Also das, was hier steht, ist quasi der Maximalwert. So. Und voll. Die Mondform geht hier automatisch an. Das ist ja lustig. Okay. Zauberschutz aufwarten hatten wir schon. Dann haben wir hier unsere Zeichen. Sind 4 Stück an der Zahl. Jeder mit einem anderen Effekt. Wir legen die so hin. Dann... Dauert es ganz kurz und dann explodieren die quasi, machen dann ihren Effekt. Der erste hier, Zeichen der Flamme, macht einfach ein bisschen Feuerschaden. Zeichen der Ketten ist der Massengrab. Zieht alles zusammen. Zeichen der Stille, Silence alles um uns herum quasi, ne? Bumm, Silence. Und das Ding hier ist so eine Art Massenblenden oder Massen 4. Quasi so ein AOE-CC. Dann haben wir den dämonischen Schutz. Passiv, wir kriegen 10% weniger Magieschaden, 45% mehr Leben und 120% mehr Rüstung. Doppelsprung, kennen wir schon. Die Meisterschaft, Dämonenstachel verringert, also hier unsere aktive Migration, ne? Verringert unseren erlittenen Schaden um zusätzlich 18% und wir kriegen auch 18% Ausdauer, Angriffskraft. Und dann haben wir hier diese zersplitterten Seelen, die kennen wir aber schon, ne? Habe ich ja vorhin schon gerade erklärt, dass die uns auch heilen. Und dann, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig jetzt hier beim Tank Demon Hunter. Ich muss nur mal ganz kurz suchen, wo das hier ist. Moment. Mal kurz hier durchgucken. Wo stand denn das? Ah, hier, genau. Ganz, ganz wichtig. Von Schmerz getrieben. Jedes Mal, wenn ihr ein Seelenfragment aufzehrt, besteht eine Chance von 5, eine Chance, dass für 5 Sekunden Metamorphose aktiviert wird. Ich weiß nicht, wie hoch die Chance ist, aber wir kriegen relativ viele Seelenfragmente und das Interessante dabei ist, dass diese Metamorphose eben jetzt keine andere ist als die normale. Das heißt, wir kriegen auch da unseren Heal sofort und kriegen auch den Lebensraub über das Talent hier, gehe ich jetzt schon mal ein bisschen vorgreifen, ne? Und so weiter. Also das ist ziemlich wichtig hier. Na, deswegen geht die manchmal auch einfach automatisch an. So, Talente. Ich habe jetzt hier geskillt einen abyssischen Schlag. Das erhöht die Range von dem Ding hier um 10 Meter. Und der Cooldown wird um 5 Sekunden verringert. Wir könnten auch die Feuerbrandaura ein bisschen verbessern, dass sie 50% mehr Schaden macht. Oder wir verbessern die Dämonenstachel, also unsere aktive Migration. Dabei wird aber nur unser verursachter Schaden um 20% erhöht. Und wir slowen alle Ziele um uns herum. Das finde ich aber nicht so geil. Ich finde das hier wesentlich cooler irgendwie. Festmal der Seelen. Sorgt dafür, dass unser Seelenspalter uns nochmal zusätzlichen Hot gibt. Also unser Main Heal quasi. Wir könnten aber auch sagen, dass wir den Initialschaden von der Feuerbrand-Aura buffen wollen, dass wir darüber noch diese Seelenfragmente bekommen wollen. Muss man probieren, wie viel da jetzt rüberkommt, ob das besser ist als der Hot. Oder lebendig verbrannt. Euer flammendes Brandmal verursacht nochmal extra alle 2 Sekunden Feuerschaden und breitet sich vom Primärziel auf einen Gegner in der Nähe aus. Das Problem ist, das ist schon relativ stark. Das Ding hat aber einfach zu lange Cooldown. Deswegen glaube ich, dass das Festmal der Seelen einfach stärker ist. Wie gesagt, probiert es selber aus, bitte. So, Teufelsklinge. Das kennen wir schon. Vom DD ist genau dasselbe. Ist halt einfach so ein Ansturm, ne? Flammenschlag, Inferno-Einschlag erzeugt bei eurer Landung ein Zeichen der Flamme. Das habe ich jetzt geskillt für die AOE-Aggro. Das heißt, wir machen hier das Ding und spawnen unter uns automatisch dieses Zeichen der Flamme. Das geht also zweimal nacheinander. Und wir können das dann nochmal hier hinlegen selber. Pam. Ne, das ist ganz geil für AOE-Damage. Oder Maßlosigkeit. Das Aufzehren eines Seelenfragments erhöht den Schaden eures nächsten Einsatzes von Seelenspalter um 10%, ist bis zu 5-mal stapelbar. Leider erhöht es nur den Schaden, nicht den Heal. Das wäre natürlich geil gewesen. So, 104er Talent. Das Aufzehren eines Seelenfragments verringert die verbleibende Abwesenheit von Dämonenstachel um 1 Sekunde. Sehr, sehr geil.
wenn da nicht der Seelenreiß hier drin wäre. 50% Lebensraub während der Metamorphose. Ansonsten Fraktur, kostet 40 Schmerz, macht einfach 178.000 körperlichen Schaden auf Single-Target und spaltet aber garantiert 2 geringe Seelenfragmente von ihm ab. Und das bedeutet, das Ding sorgt dafür, dass wir quasi 1 Million Heal bekommen. Ne, Quatsch, 500.000 Heal. Oder warte mal, wie viel waren es? Aber nachlesen. Ne, genau. Circa 1 Million Heal garantiert uns dieses Ding. Für 40 Schmerz. Ist ganz nice eigentlich. Ist ganz interessant. Ja. Muss man halt probieren. Ich finde einfach den Seelenreißer genial. Mit dem Lebensraub, der ist aber awesome. Auch wenn er hier beim Tank nur halb so groß ist wie beim DD, aber 50% haben oder nicht haben. So, konzentrierte Zeichen. Die Effektdauer ist um 2 Sekunden erhöht. Und wir spawnen Dinger genau unter uns, also brauchen wir sie nicht mal irgendwo hinlegen. Aber gerade, ich finde gerade dieses Hinlegen irgendwie viel, viel cooler. Deswegen finde ich das Talent auch nicht so schön. Teufelseruption kennen wir schon. Und wir können auch die Zeichen beschleunigen, das habe ich jetzt auch hier auch getan. Alle Siege werden 1 Sekunde schneller aktiviert und der Cooldown wird um 20 Sekunden flat verringert von allen. Und das finde ich schon mega awesome. So, dämonische Verwüstung. 30 Schmerz müssen wir kanalisieren. Wir entfesseln unseren inneren Dämon, überziehen 1,9 Sekunden lang alle Gegner direkt vor uns mit 72.000 Feuerschaden und wir heilen uns um bis zu 564.000 Heilung quasi, also Gesundheit. Ist ganz cool, hat aber leider zu lange Cooldown. Deswegen habe ich hier die Klingenparade geskillt. Das Parieren eines Angriffs erhöht den durch euren nächsten Einsatz von Abscheren erzeugten Schmerz um 50. Abscheren, ne? Damit wir einfach hier quasi 15 Schmerz bekommen und damit können wir wiederum häufiger uns mit dem Seelenspalter heilen. Wir müssen die Synergie so ein bisschen uns angucken. Ich habe keine Ahnung, wie man dann tanken wird mit dem. Ich skill einfach mal so ein bisschen, was ich jetzt für gut halte. Deswegen, ich finde es einfach ein bisschen besser, aber vielleicht ist doch das andere besser. Kann ich so genau nicht einschätzen. Seelenbombe wäre noch möglich. Hat kein Cooldown. Schleudert ein Seelenfragment in der Nähe auf euer Ziel. Fügt allen Gegnern in der Nähe 75.000 Schattenschaden zu und belegt sie 15 Sekunden mit Gebrechlichkeit. Was dazu führt, dass wir 10% des Schadens, den ihr dem Gegner zufügt, als Heilung bekommen. Das ist schon ziemlich cool. Damit haben wir quasi passiven Dauerheal. In Höhe von 10%, also quasi 10% Life-Leech. Einfach so. Ja. Ansonsten, letzte Reihe, Verzweiflungstat. Wenn wir tödlichen Schaden erleiden würden, wird die Metamorphose aktiviert und wir erhalten 30% Gesundheit. Geht aber nur einmal alle 3 Minuten. Deswegen habe ich es geskillt, weil es ist so quasi hier, nach meiner Sicht, das sinnvollste Talent. Gucken wir mal das andere hier an die Netherbindung. Das ist so ein bisschen wie vom Schaman, das Geisterbindetotem. Wir ketten quasi unser Life mit dem Life eines Verbündeten zusammen und splitten uns gegenseitig pro Sekunde immer wieder auf. Das ist ziemlich nice. Glaube wird auch sehr, sehr mächtig sein. Hält aber nur 15 Sekunden. Und das ist der Punkt. Alle 2 Minuten für 15 Sekunden, weiß ich nicht, ob das so geil ist. Da finde ich das ja wirklich besser. Oder das Schild. Wenn ich es richtig verstanden habe, funktioniert das so, wir bekommen zunächst mal ein Schild, das hält 8 Sekunden lang an. Dieses Schild absorbiert erstmal flat 340.000 Schaden und es verzehrt alle Seelenfragmente innerhalb von 20 Metern. Also mal angenommen, da liegen jetzt ein paar Seelenfragmente rum, so 3-4 Stück. Dann kriegen wir pro Seelenfragment einen extra Stack obendrauf auf das Schild von 56.000 Schildwert. So, also bei 10 Fragmenten zum Beispiel wären das 500.000 zum Beispiel. Das heißt, das Schild würde dann 800.000 Schaden absorbieren. Das Interessante an dem Schild ist, der mittlere Absatz, die Absorption der Seelenbarriere kann nicht unter 45.000 gesenkt werden. Das bedeutet, das Schild ist immer garantiert 8 Sekunden lang aktiv, aber es kann nur bis 45.000 Schaden absorbieren, also quasi bis zu diesem Wert. Wenn es also diesen Wert erreicht hat, das Schild, um es anders zu formulieren, und wir kriegen dann nochmal einen Hit, dann wird das nicht absorbiert. Ja? Dieser mittlere Absatz sorgt dafür, dass das Schild quasi garantiert immer 8 Sekunden lang hält. Finde ich nicht so geil, weil, ich weiß nicht, also 800.000 Schild ist es nicht wirklich viel, alle 20 Sekunden. Aber, wie gesagt, man muss es halt einfach probieren. Ich will dazu gar nicht zu viel sagen, weil da kenne ich mich echt zu wenig aus beim Tank. Da,
Gucken wir uns nochmal kurz die Ehrentalente an. Das kennen wir hier schon. Das hier kennen wir noch nicht. Wenn ihr angegriffen werdet, wird euer verursachter Schaden um 3% erhöht, hält 5 Sekunden lang an und ist bis zu 5 Mal stapelbar. Also quasi 15% Flat Damage obendrauf, ist nicht schlecht. Quäler, kennen wir schon. Das ist quasi, um zu spotten und damit den Schaden des Ziels zu verringern um 20%. Oder Stoßdämmung. Der erlittene Schaden durch jeden Angriff, der keinen regelmäßigen Schaden verursacht und dessen Schaden 10% eurer maximalen Gesundheit nicht übersteigt, wird um 20% verringert. Kennen wir schon vom Kriegertank, also nichts Neues. Einsamer Rächer, kennen wir schon. Chaosregen, erhöht die Reichweite von Infernoschlag um 10 Meter und gewährt eine zusätzliche Aufladung. Im PvP ist das ja geil. Das heißt, wir haben 50 Meter Range auf den Infernoschlag. 50 fucking Meter. Uiuiui. Das ist sehr, sehr geil. Und eben drei Aufladungen. Also Movement for the win, sag ich mal. Das kennen wir auch schon vom Tank. Vom DD. Das kennen wir schon. Ewige Jagd. Durch verursachten Schaden erhöht sich eure Bewegungsgeschwindigkeit 3 Sekunden lang um 15%. Also quasi ein passiver Dauersprint sozusagen. Ich habe das hier geskillt, weil die Feuerbrandaura mit diesem Talent bei Wirken alle magischen Debuffs quasi entfernt. Das ist ziemlich cool, gerade gegen Dotlocks oder sowas. Ansonsten haben wir auch gezackte Stacheln. Solange diese aktive Migration quasi bei uns aktiv ist, fügen alle gegen uns gerichteten Nahkampfangriffe dem Angreifer quasi 30% Schaden zu. Also es ist so eine Art Dornen-Mechanik, die wir da haben. So, letzte Reihe hier. Verringert die Attenzeiten eurer Zeichen um zusätzlich 40%. Das heißt, die sind dann quasi dauerhaft ready. Dauerhaft ready. Dämonisches Trampeln. Durch die Metamorphose erhöht ihr 8 Sekunden lang eure Bewegungsgeschwindigkeit um 200%. Schlagt allen Gegner auf euren Weg nieder und fügt ihnen 18.900 körperlichen Schaden zu. Das ist ziemlich cool. Aber ich finde das hier einfach geiler. Denn damit werden wir zu Darth Vader. 6 Sekunden lang würgen wir unser Ziel. Und danach wird es an einen beliebigen Ort innerhalb von 40 Metern quasi geschleudert. Und wird für 3 Sekunden lang betäubt, sowie alle Verbündeten von ihm, die da stehen. Also quasi, wir würgen jetzt hier das Ding, dann schmeißen wir das hier gegen die Wand, da stehen noch 3 andere, werden alle betäubt, kriegen Damage. Das ist einfach awesome, nice. Hat leider hohen Cooldown, also muss man mal gucken, was dann hier wirklich Sinn macht von diesen ganzen lustigen Talenten. So, Rota, beim Tank gibt es keine Rota, Freunde. Wie gesagt, einfach den Schmerz immer schön aufbauen, die Feuerbrandaura bei AOE aktiv halten. Ihr benutzt eigentlich die Klefe werfen hier zwischendurch immer auf CD, weil sonst habt ihr eh nichts. Und wenn ihr Heal braucht und nur dann, benutzt ihr den Seelenspalter. Also ihr lasst euch quasi mit Absicht droppen und heilt euch dann quasi instant wieder hoch. Die aktive Migration, das ist ja eigentlich Faktor. Achso. Die aktive Migration haltet ihr auch oben, wenn ihr merkt, okay, jetzt kommt gleich der Match rein. Einfach aktive Migration an, zack. Und dann ist gut. Und die Zeichen müsst ihr halt situativ legen. Dazu kann ich leider nicht viel sagen, weil, ja, das sind halt einfach so kleine CDs, die ihr benutzen müsst, wenn ihr sie benutzen müsst. Ja, ansonsten allgemein zum Tank. Ich bin gespannt, wie er sich spielen wird. Das Problem, glaube ich, beim Tank Demon Hunter wird sein, dass er Schaden nicht vermeidet, sondern er will den Schaden haben, um sich dann wieder instant hochzuheilen. Und ich habe von einigen Heilern schon gehört, das mögen die nicht. Das heißt, die Frage wird sich am Ende stellen, spielt er wirklich Ping-Pong mit den Heilern oder ist es vernünftig gebalanced? Da bin ich gespannt, aber insgesamt finde ich den Demon Hunter Tank sehr, sehr gut. Er ist so ein bisschen so von der Art wie ein DK oder Pala. Ist sehr, sehr geil eigentlich. Ich mag diese Mechaniken sehr mit dem Self-Heal. Ja, das soll es auch eigentlich gewesen sein. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Wichtig nochmal für die, die sich fragen, wann macht er denn die Artefaktwaffen, mache ich gar nicht, weil diese Talente hier vorzulesen, bringt irgendwie nichts. Im Endeffekt, dafür habt ihr den Artefaktkalkulator und ihr skillt das eh alles. Also ihr habt hier keine Auswahl, ihr skillt alles davon und habt am Ende dann alles. Insofern lohnt sich es nicht, dafür groß Worte zu verlieren. Welche Reihe ihr zuerst wählt, müsst ihr auch selber wissen, also da will ich mich gar nicht reinhängen. Ne? Gut. Okay.
Würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß mit Demon Hunter, dann, sobald er draußen ist, oder für die, die ihn jetzt schon spielen können, auf der Beta. Wir sehen uns dann spätestens mit dem Let's Play Demon Hunter, sobald dann quasi Legion losgeht. Dann werden wir gemeinsam hochleveln, alles machen, und da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Juhu, Demon Hunter ist so geil. Ja, okay, also haut rein und tschüss! Hier.